Juhu! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich habe aus Versehen die falsche Quest gespielt. Ich bin letzte Zeit relativ viel off-screen und dann denke ich mir immer so, ja, lass mal ein bisschen Zeitquest spielen. Und ich hatte eigentlich gerade die Quest, dem Freedom Trail-Dings zu folgen. Aber was ist das Freedom Trail? I don't quite know. Und jetzt auf einmal ist hier einfach Nick Valentine und ich meine, das wäre die Hauptquest. Man sieht zwar irgendwie nicht so wirklich, was die Hauptquest ist. Oder findest du? Dann sag mir mal, wie man das sehen kann, dass es die Hauptquest ist. Auf jeden Fall habe ich mich hier komplett durchgekämpft. Ich weiß wie gesagt nicht, warum das gerade hier ist. Oh, Moment. Stopp. Hier sind ja nette Sachen, weil ich habe jetzt Piper als Companion. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel Kate gefunden, wo die ist. Habe sie aber da gelassen, weil ich sie nicht so cool wie Piper fand. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach Piper als Romance-Gedöns. Scheiße, Kacke, Furz. Ich wollte aber eigentlich mich noch ein bisschen hier umgucken. Ah, Piper hat das gefallen. Da gibt es auch so ein geiles GIF zu. Das ist total lustig. Aber ist nicht ganz jugendfrei. Deswegen poste ich es lieber mal eher nicht. Und ich habe mich noch nicht ganz umgeguckt. Das hätte ich eigentlich ganz gerne gemacht. Aber da habe ich jetzt keine Zeit zu, wenn Nick auf mich wartet. Niki, Nick. Aber ansonsten machen wir es einfach als Entschädigung quasi, dass wir einfach mal eine Sidequest im normalen Part spielen. Hä? Was? Okay. Hä, was? Was soll ich mit der Scheiße? Nein, ich bin nicht diese Nummer. Ja, dass wir dann eine Sidequest spielen, um dann quasi was anderes im Part zu haben, wenn ihr schon die ganze Kampfshit nicht sehen konntet. Okay. So, müsste jetzt eigentlich Auf meiner Seite klappen. ist kein Hey, Schlauch. mein Du musst das Friend. Terminal bei der Tür verwenden. Hab ich doch! Mein Gott, glotz mich nicht so doof an. Moment, die Figur. Jungfrau in Not. Jing! Verdammt noch Tada! Mal, ja. What? Nice! Tatsächlich selbst zur Retterin. Hallo? Ich möchte mich zu Frage dir drehen. Ist doch, warum riskiert unsere Heldin so viel für einen alten Privatdetektiv? Ich will meinen Jungen. Hey, Piper, was brauchst Ach nein, ich wollte gar nicht mit dir reden. Nein, Piper! Stopp es! Stopp es! Sicher. Die hat mich letztens angeflirtet offscreen, aber es hat nicht funktioniert, als ich zurückgeflirtet habe, weil ich nicht so geiles Charisma so, habe. Damit. Warum hast du alles aufs Spiel gesetzt, um mir zu helfen? Der raucht nicht ernsthaft. Privatdetektiv. Ich meine, wie sieht der schon aus? Der ist doch schon. Ist doch ein Mörder. Hä, was für ein Mörder? Was suche ich denn für einen Mörder? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich What? Vor allem, weil die Hälfte des Kopfes einfach hier so aufgerissen ist. Nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Na süß. Ciao. Mein Baby ist verschwunden. Hey Baby, die drehen sich immer so mittendrin um. Es gibt so geile Bugs in Fallout 4. Das ist so lustig. Love it so much. Dann bin ich genau der richtige Mann, wenn auch am falschen Ort. Nice. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Na geil. Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Mist. Skinny Melone. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Nice. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden okay, wir. Okay, weiß ich Bescheid. Auf jeden Fall. Nein, ich kann dir noch nicht folgen. Erst muss ich alles ausplündern. Moment, hä? War das gerade eine Leiche oder ein Typ, der einfach nur auf seinen Knien liegt? Voll gechillt. Moment, das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Bei mir wird einfach keine Spur angezeigt. Ich habe den Freedom Trail einfach nicht gefunden. Ich wusste gar nicht, was die Leute von mir wollen. Okay, wo ist er? Okay, nee, der ist doch noch hier hin. Okay, warte. Ich warte auf dich. Nick! Oh Mann. Das ist ja geil. Whatever. Where are you? What do you mean? Beep, beep, beep. Auf jeden Fall habe ich ihm jetzt richtig geile Sachen geholt und ich bin da eigentlich schon relativ zufrieden mit dem Zeug, was ich mir jetzt hier so zusammengepratscht habe. Ich springe jetzt einfach runter. Hallo? Ich sag dir, ich spring runter! Jetzt spring auch gefällt. Was? Nun, solange es klappt. Na? Das arme Schwein, das hier putzen darf. Ja, sorry, mein Gott, immer. Aber es ist echt so. Ich mag das mit. Ah, was? Hallo? Stell dich doch nicht gleich. Ist er doof? Der stellt sich so direkt vor. Die so, ja, I don't care. Hallo. Ist mir scheißegal. Ich weiß nämlich jetzt auch, wie diese Wertscheiße funktionieren. Und bin ich sehr so dumm, dass ich immer so, hä? Warum kann ich nicht schießen? Das liegt nämlich die ganze Zeit an der AP-Leiste. Und ich immer so, hä? Habe ich alles nicht gecheckt. Was will ich tragen? Warum habe ich schon wieder zu viel Scheiße? Aber Piper ist voll nett, die will mir immer alle meine Sachen abnehmen. Es klingt so, als ob ich mich bestehlen will. Irgendwie so, ah, die ist voll nett, die will mich immer bestehlen. Das ist super geil. Das meine ich natürlich nicht. Aufbereitetes Wasser kann man immer... Nein! Piper, rette mich! Ich drück da immer so alles auf hier. So, nimm die ganze Scheiße. Heavy greift zu, ich drück dir doch selber alles auf. Roter Leder-Trenchcoat. Sehr geil. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Ich würde sagen, ich mache das. Gehen wir weiter. Nein. Ach so, Schlüssel. Sobald wir hier draußen sind. Hä? Fast geschafft. Hä?
Schlüssel erforderlich. Und dann so, yeah, ich kann einfach alles. Ich knack das einfach auf, auch wenn Schlüssel erforderlich ist. Ja, ja, alles geplant. Whatever. Okay, wir müssen ja eigentlich gleich aus diesem Ding ja endlich mal raus. Ein Glühbirne, weißt du was? Krieg ich wahrscheinlich nur Gras, Glas, Ressourcen, Rohstoffe, Shit raus. Ha! Stopp! Ha! Was? Der ist einfach an dem vorbeigegangen. So, I don't care. Den kenne ich gar nicht. Wie ich einfach mitten in der Slow-Mo nachlade. Das ist das Beste. Bah, das ist so ekelhaft, wie die immer zerplatzen. Hilfe. Was tun die? Der steht da direkt. Hä? Was genau machen die da eigentlich? Die kriegen es aber auch nicht auf die Reihe. Ich möchte mich da. Oh, Moment. Stopp, stopp, stopp. Muss jede Gelegenheit nutzen, wo ich das. Scheiße. Wo ich das machen kann, weil Piper ist dabei und die läuft das. Die steht da immer voll drauf. Und es ist so an sich eigentlich auch ganz cool. Ich mach das so gerne, das kenne ich aus Skyrim. Weil das ist ja auch, das Spiel ist ja insgesamt von den Entwicklern von Skyrim gemacht und ich liebe das einfach. Es ist so geil, es macht einfach so viel Fun. Okay, ich glaube, da müssen noch ein paar sein, aber dann haben wir es so langsam hier rausgeschafft. Ah! Boah, was erschreckst du mich so, du hässliche Bitch? Diogany. Aha, bye. Oh, es sieht immer so delicious aus. Und so übertrieben. Es spritzt einfach so Blut in alle Richtungen. Also unrealistischer geht's aber auch nicht mal. Hallo? Hallo? Bin ich in die Richtung? Ich stell mich einfach so neben. Ah! Aua! Aua! Pain is real! Fuck it! Hallo? Krieg doch noch ein bisschen mehr Schaden ab. Hallo, der steht direkt vor dem. Kannst du den mal. Ja, und die scheiß Leiter steht auch noch im Weg. Hallo, kannst du jetzt mal sterben? Dauert 3 Jahre. Toll, jetzt kann ich mich erstmal heilen. Ah, au. Und Kinderzimmer. Och, ist das gemein. Ist hier mein Baby? Das wäre voll der Zufall. So, ja, ich rette den Typ, jetzt ist hier einfach mein Kind. Hi, was geht? Das wäre natürlich nice, aber wird nie passieren. Bing. Tschüss. Gut, dann haben wir Nick gefunden. Way, einen Schritt weiter, um unser Kind zu finden. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt in mein Haus? Keine Ahnung, was mich das alles kostet. Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel. Moment. Ich wechsle mal gerade die Waffe, weil ich glaube, meine müsste mittlerweile so viel Munition haben. Also das ist meine eigentlich die Lieblingswaffe. Ja, die hat wieder richtig viel. Okay, 256, die war zur Zeit auf 0. Aber dadurch, dass ich durch dieses ganze Ding gelaufen bin, habe ich jetzt wieder richtig so viel. Wäre. Das ist gut. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Hey, meint die mich? Ach nein, diese komische da. Wie heißt die nochmal? Hat den Namen wieder vergessen. Mich nicht, weil dich ein Mädchen. Rude! Hallo, wenn es einfach ein starkes Mädchen ist? Außerdem ist es voll sexistisch. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Ach ja. Nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt. Das will ich ja sehen. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest. Kann man die auch einfach so erschießen? Ich weiß, ich bin ja immer so in Verlockung, einfach Leute zu erschießen, weil ich einfach die Reaktion der Leute so geil finde. So, ah, I don't care. Ich habe letztens aus Versehen die Friseurtoaster erschossen, aber die hat es dann auf einmal alle interessiert und sind so voll ausgerastet. Valentine hat sie sicher mitgebracht, damit sie uns alle kalt macht. Vielleicht. Geht. Dala, hör zu. Dala. Du hast ein Zuhause, das. Dalai Lama. Jetzt sagen die bestimmt wieder, ey, ich hasse dich, tschüss, geh, stopp. Versuchst nur mich. Aber klar. Schnappt sie dir, Skinny. Tja, ich hab's versucht, egal, Piper mag mich. What? Wie schnell die bitte weg war, so bye. What? Ach, wirklich? What? Diese Waffe ist einfach fast ein One-Hit. Das ist so heftig. Ich liebe es. Nein, ich träg schon wieder zu viel. Piper! Hilf mir mal. Nimm bitte alles, was ich dabei habe. Ich hab's aber versucht. Siehst du mal. Jetzt mag mich Piper. Mhm. Der Smoking ist eigentlich auch nice. Würde ich auch gerne alles mitnehmen. Ich will mal alles mitnehmen. Was ist aber der? Redet der mit sich selber oder was? Ich stehe hier so 3 Meter entfernt und der so bla 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 bla. Ich so, what? Kannst du mal aufhören zu labern? Hallo, stopp, warte. Redest du jetzt mit mir oder nicht? Diese Person ist beschäftigt, einfach wegzulaufen. Okay. Diese Logik. Hallo, rede mit mir. Du bist nicht beschäftigt, du lügst. Was ein Scheiß. Hier muss ich mich nämlich übrigens auch noch durchkämpfen. Und es hat so verdammt lange gedauert. Und ich dachte so, hä, was ist das denn für eine Riesenquest? Aber es ist einfach die Hauptstory. Dann ergibt das natürlich irgendwie Sinn, dass es so lange dauert. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Gerne. Ich stehe mal wieder nicht vor dem. So, I don't care. Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Das ist nicht wichtig. Schon wieder, was bist du? Ich habe meine Mittel und. Wirklich? Wirklich? Ist mir scheißegal. Niederschießen dazugehört. Ich wollte da unten nur ungern draufgehen.
Also, ja, wirklich. So ein Sean erwähnt. Nee, du gehst super, deswegen frage ich auch einen Detective. Mir alles, was du weißt. Ist das für eine Frage? Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken gut zu ordnen. Ich folge dir. Wir treffen uns da. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. In Diamond City. Oh, sei mal ein Valentine geschafft. Nice. Okay, wir haben Level Up. Das liebe ich am meisten, weil da kann ich wieder irgendwelche Erfahrungspunkte auf irgendeine Scheiße verwenden. Ah, Taschendiebstahl ist auch lustig. Ist einfach so coole Sachen zum Teil. Aber ich finde es richtig dumm, so viel auf Stärke verschwendet zu haben, weil ich fast gar keinen Nahkampf mache und jetzt am Anfang so viel für Stärke gewählt habe. Es ist blöd, dass man das nicht rückgängig machen könnte. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen man insgesamt verteilen kann, weil es gibt ja unglaublich viele Sachen, worauf man skillen kann. Deswegen muss man sich ja gewissermaßen schon festlegen, weil ich sonst nicht weiß, worauf man gehen soll. Erste Hinweise. Was gab's denn noch? Ich meine, man konnte auch nämlich auch irgendwie zum Bürgermeister gehen und der wollte auch irgendwas. Aber ich würde sagen, wir teleportieren uns am besten erstmal nach Diamond City. Diamond City Market. Wobei ich erstmal eigentlich aussortieren müsste. Ich weiß nicht, ich gucke erstmal, was ich so verkaufen kann an die Händler von den Waffen, die ich nicht brauche. Und wenn da noch was übrig bleibt, verwerte ich vielleicht mal Sharon, weil das Verwerten ist ja eigentlich eh nicht so krass richtig. Es sei denn, man will halt selbst die Mods machen, aber momentan, glaube ich, geht es bei mir eher in die Richtung, dass ich wirklich Sachen kaufe. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich würde aber auch gerne mal beim Bürgermeister vorbeischauen, weil da habe ich einfach so den Tresor geknackt. Also, du bist kein Idiot. Hi, Piper. Du bist kein Idiot. Fängt ja schon... Hat ja lang gedauert. Ebenso. Danke. Nein, wow. Ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Hä? Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umzugehen. Danke. Ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Nat, die langsam zu mir wird. Dreh mal, Lima, Banana. Einer reicht schon. Wie ein Sind. Oha. Ist doch nice. Wo liegt das Problem? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre hey, große Schwester. Denk doch mal so an das Leben zu führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden nicht sonderlich am Herzen. Ach, sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Nat. Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Nee. Ich meine, sie hat ja trotzdem Vorbildfunktion gewissermaßen. Liebe sie einfach. Ja. Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen. Denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Dramatisch. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Gemacht? Gute Freunde, weißt du das? Was? Komm, ich versuch's also jetzt. Nur Freunde. Hm? Aber Freunde fürs Leben. Ach komm, voll, Kid. Die will mich nicht. Hey, vielleicht sollte ich doch mal auf Charisma skillen, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen unnötig. Ich meine, man kriegt ja bessere Preise bei Händlern und so, aber ich weiß nicht. Zu mir hat halt einer auch gesagt, beim Livestream zum Beispiel, dass... Nein, geh weg, lass mich in Ruhe. Dass das halt nach einer Zeit sowieso kommt, auch wenn man Sachen mag, macht, die ihr nicht so gefallen oder so. Deswegen können wir mal schauen, sehen wir ja dann. Hey, was geht? Wie gut, du bist es wirklich. Tja. Diese Visage ist wirklich nicht so. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Ey, was glotzt ihr mich so an? Ich hab dir nur gerettet. Wir sind keine Friends. Job gerettet. Oh. Danke. Bezahl mich! Können wir mit meinem Fall anfangen? Oh, yes. Natürlich. Es muss nur noch etwas Bürokratie geben. Oh, geil. Werden. Selbst bei denen gibt es diese Hier Scheiße. Sind die abgemachten Kronkorken für Suchen. Yes. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gerne... Abgefetzter Filz. Wow, 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 wow. Wow. Oh, ein Trenchcoat. Ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Nein. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Wohin? Ist dir bequem. Auf so einen Stuhl, der 3 Meter von dem Typ entfernt ist. Das ist schön, ich muss dich nicht angucken. Hä? Muss ich hier, jetzt ernsthaft einfach nur hier sitzen? Boston Bagger. Was habe ich hier? Ja, die kann ich mir angucken.
Earl Sterlings Verschwinden. Vadim Bobrov. Warte, wer ist Earl Sterling? Also Vadim Bobrov ist auf jeden Fall der Typ aus der Kneipe. Von dem habe ich auch schon ein paar Aufträge erledigt. Und der ist voll der Süße eigentlich. Weil der bemüht sich immer für seine Freunde. Der meinte am Anfang so, kannst du jemanden verschwinden lassen? Aber der hat mich einfach nur verarscht. Und das war voll lustig. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre alter Barkeeper im Dugout Inn. Vadim Bobrov, einer der immer aber bemerkt, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählt man sich in der Stadt, wie immer. Vadim kann in meinem Büro angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass Earl und sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt. Daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Dugout seine Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe und auf frischer Tat ertappt werde. Der Earl-Sterling-Fall. Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Ich würde... Verdammt nochmal, ja. Okay, whatever. Hä? Das Holoband-Spiel? Das war jetzt schon eine Weile zu den Akten. Schön, dass du dich dafür interessierst. Was denkst du über den Fall, Ellie? Okay. Über Earl? Tja, er hatte das steht optional, dass ich das mache. Also ich könnte theoretisch auch einbrechen. Ist ja nur die Frage, ob Piper das dann geil findet oder eher nicht so. Verbrechen aus Leidenschaft zu provozieren. Ich finde geil, dass ich hier einfach alles mitnehmen kann und es nicht mal als Clown gilt. Einfach weil wir so dicke Friends sind. Aha. Ach, auf dem Stuhl soll ich sitzen. Warum sagt mir das niemand? Es gibt so viele Stühle. Steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Mordbeschreibung. Mein Mann wurde ermordet. Voll die Arme. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Was kannst du mir noch erzählen? Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? An die Entführung. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel. Den Ersatz? Weiß ich gar nicht mehr. Sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. An was erinnerst du dich noch? An Sean. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich mich nicht daran erinnern würde. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Weil man hässliche Bitches warum gerade sieht. Deine weil man hässliche Bitches sieht. Weißt du Bescheid? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Plan wer auch immer vor. Dein Kind entführt hat, ging plan. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Geil, Räder, aber die sahen nicht nach Supermutanten aus. Und das Institut. Okay, aber ich würde erstmal sagen, wir beenden hier den Part und meine Cam ist gerade ausgegangen. Geil! Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, Chaka Bras.